Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir brauchen heute ein Kissen, was nicht zu groß ist, nicht zu klein ist und sich im Optimalfall auch so ein bisschen knautschen lässt. Ja, dass man es mal doppelt nimmt oder vielleicht sogar vierfach. Werdet ihr dann sehen, wofür wir es brauchen. Wir brauchen es erst für den Mattenteil. Wir machen erst eine Erwärmung, dann ein kurzes Tabata und dann unten auf der Matte brauchen wir irgendwie ein Kissen. Wer nichts zur Hand hat, geht natürlich auch alles ohne. So, wir legen los. Locker auf der Stelle marschieren. Und dabei nach vorne boxen. Ganz locker Schultergürtel. Beim Boxen wandern die Arme zur Seite. Und dann auch wieder nach vorne. Immer einen Wechsel zur Seite mit ein paar Boxschlägen und nach vorne. Ganz locker. Locker am Schultergürtel bleiben. Dann lassen wir die Arme mal vorne, wenn ihr da angekommen seid. Einfach mal stillhalten, Daumen nach oben drehen. Schultern sind wirklich unten und ihr schiebt eure Schultern und die Arme nach vorne und zieht sie dann richtig bewusst nach hinten. Nach vorne schieben, nach hinten. Also ihr bleibt schon aufrecht. Ja, nach hinten ziehen, nach vorne schieben, nach hinten, nach vorne. Ihr merkt, wie die Schulterblätter spürbar zusammengehen. Da braucht ihr schon ein bisschen Kraft. Und dann noch richtig nach vorne schieben. Aber eben nur die Arme nach vorne schieben, Schulterblätter wandern auseinander. Insgesamt bleibt ihr aufrecht. Jetzt findet ihr hier mal die Mittelposition. Also nicht zu weit hinten, dass es zu anstrengend ist, aber auch nicht zu weit vorne. Ja, Mittelposition. Und jetzt hier die Arme weit nach innen drehen und richtig weit nach außen. Nach innen, nach außen. Immer noch aufrecht bleiben. Keine Bewegung in der Brustwirbelsäule. Also nicht rund werden. Nach innen drehen, nach außen, nach innen. Nach außen, beide Richtungen, richtig weit. Da bewegen sich jetzt die Schultern nicht allzu viel mit. Und dann schwingen wir aus. Die Arme mal kurz richtig runter pfeffern. Vorne Stück für Stück höher ziehen und dabei mal tief einatmen und ausatmen. Ja, und schmeißt die Arme richtig runter. Und locker lassen. Locker Step-Touch hin und her setzen. Locker nach rechts, nach links. Und immer in die Richtung, in die wir gehen, auch nochmal boxen und auch den Blick dorthin wenden. Den Kopf ganz locker drehen. Wenn dabei schwindelig wird, der lässt den Blick vorne. Arme wieder weglassen, Blick bleibt auch vorne und dann den Schritt einfach nur ein bisschen kleiner und schneller machen. Immer noch relativ locker. Locker tippeln. Und schon wieder langsamer werden, marschieren und im Wechsel zur Seite auftippen. Dabei zieht ihr den Arm auf der gleichen Seite, gestreckt mit auf Schulterhöhe hoch. Eure Schulter an sich bleibt tief. Den Arm Stück für Stück höher ziehen. Und dann ist er richtig weit oben. Und dann stellen wir uns aufs rechte Bein, linkes Bein und den linken Arm heben und senken. Heben, senken. Bauch ist fest und wer schafft, lehnt sich dabei auch noch mit dem Oberkörper rüber und kommt zurück. Rüber und zurück. Wird ein bisschen schwieriger, wackeliger. Macht in Ruhe. Mal rübergelehnt bleiben, kurz halten, Arm und Bein richtig raus, schieben, schieben, schieben und dann wieder hochkommen. Seite wechseln, erstmal das Bein und den Arm abspreizen und aufrecht bleiben.
und dann auch wieder weg kann. Mit rüberlehnen einfach ein bisschen langsamer werden. Und rübergelehnt bleiben. Arm und Bein wieder richtig rausschieben. Rausschieben, schieben, schieben. Und absetzen. Wieder tippeln. Und jetzt gehen eure Beine dabei auf und zu. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Geschlossen lassen und Gas geben. Jetzt wirklich so schnell tippeln, wie ihr könnt. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Dann noch 4, 3, 2, 1. Und einfach so stehen bleiben. Steht da automatisch hüftbreit. Arme mal nach hinten nehmen. Wir machen Kniebeuge, aber beim Hochkommen im Wechsel ein Bein hochziehen. Dann noch auf die Zehenspitzen drücken. Tief gehen, absetzen. Kniebeuge, hochkommen. Anderes Bein hochziehen. Auf die Zehenspitzen drücken. Tief gehen, senken. Drückt euch erst auf die Zehenspitzen, wenn ihr wirklich fest steht und macht die Bewegung nacheinander. Ja, wirklich deutlich nacheinander. Fest stehen, hoch, runter. Müsste auch von Wiederholung zu Wiederholung ein bisschen besser gehen, also dass ihr fester steht. So, bleibt mal dann oben auf den Zehenspitzen stehen, wenn ihr da angekommen seid. Mal versuchen zu halten. Dann runter, ein Kniebeuge, Seite wechseln. Oben halten, dann wenn ihr soweit seid. Und jetzt einfach nur auf die ganze Sohle, Bein runter, anderes Knie nochmal schnappen. Und das Knie ganz weit zur Brust ziehen. Schultern beim unten, aufrecht stehen. Der Fuß hier ist ganz locker. Und lösen, vor das andere Bein setzen, rechten Arm hoch und lehnt euch mal ganz weit nach links rüber. Ganz weit, schiebt den Arm raus, Handinnenfläche ist unten. Schieben, der andere Arm ist hier ganz locker. So, wir bleiben so und ihr dreht die Handinnenfläche mal nach oben und der Daumen kommt zu mir. Spürt, ob sich hier in der Seite irgendwie was verändert. Und hochkommen. Anderes Knie vorne greifen. Auch wieder ganz weit ranziehen, Schultern unten lassen. Und auch wieder lösen, vor das andere Bein setzen. Linken Arm hoch und ganz weit rüberlehnen, rausschieben. Schieben, schieben. Handinnenfläche ist erst wieder unten. Und dann dreht er den Daumen wieder zu mir. Handinnenfläche kommt hoch. Und auch wieder aufrichten. So, mal locker wippen. Oder auch hüpfen wir mal. So, und zwar, ihr wippt einfach mal weiter. Dreimal hier wippen oder hüpfen und beim vierten Mal einen Hampelmann machen. 1, 2, 3, 4, 5 sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Und einmal noch. Und dann wieder marschieren. Die Beine öffnen. Und ziemlich weit öffnen und dann mal stehen bleiben. Als erstes nehmen wir die Arme wieder hinter den Körper. Kniebeuge, aber immer nach links rüber und aufrichten. Versucht den Oberkörper an sich gerade zu lassen, wenn er Richtung Oberschenkel wandert. Wir bleiben rübergelehnt. Jetzt mal hier mit dem Unterarm abstützen. Den anderen Arm nehmt ihr mit nach vorne. Jetzt zieht ihr die Schultern hier nach hinten. Also hier nicht so rund sein um Schultergürtel und Oberkörper, sondern Rücken gerade ausrichten und aus der Position heraus jetzt aufdrehen, der Hand hinterher schauen und wieder senken. Einfach unten die Wade, den Knöchel antippen. Zieht den Arm richtig weit nach oben, vielleicht sogar auch ein Stückchen weiter nach hinten, dass die Schulter aufgeht. Bauchspannung bleibt, zieht den Bauch immer noch mit zur Wirbelsäule ran. Einmal noch. Und dann kommt er wieder hoch, Arme wieder hinter den Körper nehmen und nach links. Ja, nach rechts. Mein links, euer rechts. Wir bleiben wieder unten, mit dem Unterarm auf den Oberschenkel abstützen. Auch hier den linken Arm jetzt nach unten nehmen. Zieht die Schulter mit nach hinten und dann auch wieder aufdrehen. Der Hand hinterher schauen. Dreht so weit auf, wie ihr könnt. Bauch ranziehen. Und auch wieder unten lassen, hochkommen. Bleibt mal so stehen, wer möchte, kann ein bisschen dichter wandern. Und zwar mal die Arme nach oben nehmen, richtig tief einatmen und dann Wirbel für Wirbel bis nach unten abrollen, Bauch ranziehen. Und dann einfach mal Arme, Kopf, Schultern richtig hängen lassen. Wenn es in den Knien sehr unangenehm ist oder vielleicht man wirklich gar nicht weit runter kommt, die Beine einfach ein bisschen anwinkeln. Ja, nehmt da die Spannung raus aus den Knien. Und hängt euch richtig mit dem Oberkörper aus. Mit den Händen mal Richtung rechtes Bein, rechten Fuß wandern. Dann über die Mitte nach links rüber wandern. Kopf hängt immer noch. Wieder in die Mitte zurück. Hier jetzt nochmal tief einatmen und mit der nächsten Ausatmung und rangezogenem Bauch nach oben aufgerollt kommen. Und dann oben kurz Schultern kreisen lassen. Und wir tippeln nochmal Beine, gehen nochmal auf und zu. Öffnen, schließen, öffnen, schließen. Geöffnet lassen. Jetzt wieder richtig Gas geben. Immer weiter, wirklich mal so schnell wie möglich, dass er sofort merkt, wie euch warm wird. Noch 4, 3, 2, 1 und locker lassen. So, wir machen Ausfallschritte. Rechter Fuß ist vorne, Ferse hinten ist oben. So, Fuß ist der Ausfallschritt und wir bewegen uns auf und ab. Füße zeigen nach vorne.
oben bleiben, gleich die Seite wechseln. Auch hier Füße zeigen nach vorne, Ferse bis oben, aufrecht bleiben und auf und ab bewegen. Und dann wieder oben bleiben. Nochmal kurz ausschütteln. Und dann machen wir nämlich die Ausfallschritte nochmal. Aber, also rechter Fuß ist vorne. Wenn wir jetzt hochkommen, also tief gehen, beim Hochkommen das hintere linke Bein abspreizen, weit hinten aufsetzen, tief gehen. Auch wieder nacheinander. Und auch wieder oben. Einmal kurz halten das Bein hinten. Bringt mal ganz viel Länge rein. Und absetzen. Wieder beide Beine kurz ausschütteln und die Seite wechseln. So, auch hier. Erstmal Ausfallschritt. Tief gehen. Beim Hochkommen das hintere Bein abspreizen. Weit hinten aufsetzen. Macht auch hier alles nacheinander. Auch wieder oben bleiben, stehen, ganz viel Länge hinten ins Bein bringen und locker lassen. Mal ganz locker laufen, mal so ein bisschen ausschütteln. Und dann machen wir aus diesem Laufschritt so ein ganz lockeres Hin- und Herhüpfen, so wie die Boxer sozusagen. Ja, und dabei auch mal kurz einen kleinen, schnellen Boxhaken setzen. Zack. Ja, richtig Spannung in den Arm, in den Schultergürtel. Zack, ganz klein und kraftvoll. Und dabei mal so locker, leicht hüpfen, wippen. Und dann auch mal so von unten so einen Haken setzen. Zack, Kinnhaken. Ja, aber auch wirklich klein, explosiv, ruckhaft abbremsen. Und nochmal nach vorne. Klein und schnell. Und dann werden wir mal stehen und boxen insgesamt ganz klein und schnell. Schultern runterschieben. Atmen. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Klein und schnell. Noch 4, 3, 2 und locker lassen. Die Knie nochmal im Wechsel vorne hochziehen. Bleibt immer aufrecht. Und locker nach vorne kicken. Locker. Beine Stück für Stück höher ziehen. Und dann nur das rechte Bein immer wieder richtig hochziehen. Seite wechseln. Und los. Zack. Auch das Bein hier richtig hochziehen. Aufrecht bleiben.
schon wieder locker lassen. Ausschütteln. So, dann kommt jetzt unser Tabata. Die erste Übung zeige ich. Und zwar, wir halten ja mal, also machen immer 20 Sekunden eine Übung, 10 Sekunden Zeit zum Wechseln, teilweise auch noch eine andere Übung dazwischen. Und zwar die erste Übung, Ausfallschritt, wie eben, nur dass wir unten stillhalten. Knie nicht absetzen, Beine bis angewinkelt. 20 Sekunden halten, zähl damit runter und dann zieht ihr das Bein hier hoch und steht ein paar Sekunden so, bevor wir dann Ausfallschritt andere Seite schon machen. Ja, und was ihr wisst, was als erstes kommt, die anderen Übungen sage ich dann an. So, also Ausfallschritt, halten. Knie könnt ihr, ihr könnt übers Knie nach vorne schauen, seht die Zehenspitzen gerade so, halten, aufrecht bleiben, geht möglichst weit runter, 10 Sekunden noch, atmen. Noch 3, 2, 1. Vorne hochziehen. Kurz feststehen. Halten, halten, halten. Und dann Bein runter. Ausfallschritt, andere Seite. Auch tief gehen, halten. Nur halten. Ja, auch hier könnt ihr gerade so noch die Zehenspitzen sehen. Arme, Schultern sind locker. Noch 3, 2, 1. Knie hochziehen, halten. Nach der Übung gleich, wir bleiben da so stehen, gehen wir an den Stütz runter. Ja? Auf die Hände, auf die Füße kommen und die Knie im Wechsel zur Brust ziehen. Runter. Und dann hier, Knie zur Brust. Mountain Climber. Kann langsam sein, kann gerne auch im Laufschritt sein. Wenn es dann gleich piept, bleiben wir einfach im Stütz für 10 Sekunden. Nicht absetzen, nicht hochgehen. So, im Stütz bleiben, Schultern wegschieben, nicht durchhängen, zieht Bauch und Becken richtig zur Wirbelsäule, ihr spürt, dass ihr eine feste Körpermitte habt. Und nochmal Knie zur Brust. Wieder langsamer, schneller, immer jeder, wie er kann. Und dann nochmal kurz den Stütz halten. Wir stehen dann auf. So, in Ruhe hochkommen. Kniebeuge. Tief gehen, auf die Zehenspitzen drücken. Oder wer möchte, springt ab. Der Zeit hat schon angefangen. In der 10 Sekunden Pause locker tippeln. Also Pause in Anführungsstrichen. Tippen und dann machen wir die Kniebeuge nochmal. Stehen bleiben. Und los geht's. Mit oder ohne springen. Wieder kurz tippen. So, bei der nächsten Übung ziehen wir die Knie nochmal im Wechsel hoch. Und die Hände, die Arme gehen rechts, links davon vorbei. Dabei aber noch locker mit abspringen. Arme sind lang und fest. Spannen bis in die Fingerspitzen. Auf den Zehenspitzen stillstehen. Bauch und Po sind fest. Und dann letzte Runde nochmal hier die Knie hochziehen. Abspringen. Und so, jetzt geht's runter auf die Matte, jetzt brauchen wir das Kissen. Ja? Das auch sofort. Und zwar. Stellt ihr die Füße erstmal auf. Atmet nochmal tief durch. Füße stehen hüftbreit. Das Kissen mittig locker festhalten, mehr erstmal nicht.
Die Füße stellt er nur auf den Füßen auf. Die Füße stellt ihr nur auf den Fersen auf. Kissen festhalten. Und zwar Arme locker über Kopf Richtung Boden bewegen, aber nicht ablegen. Hochziehen und dann hier kurz hochkommen. Ihr versucht mal kurz die Lendenwirbelsäule mit vom Boden abzulösen. Wieder runter. Hochkommen, nicht bis richtig hoch. Kopf nicht ablegen. Und mit dem Kopf auch nicht Schwung holen. Ja, das ist Wirbel für Wirbel. Auch mit den Armen nicht Schwung holen. Am besten noch mit der Ausatmung hoch. Einatmung wieder runter. Ja, und versucht die Lendenwirbelsäule ein bisschen wegzuziehen vom Boden. Locker lassen. Einmal kräftig in den Bauch ein- und ausatmen. Und dann die Beine nacheinander anheben, 90 Grad anwinkeln und ihr legt das Kissen mal hier auf eure Unterschenkel rauf. So, dass das Kissen möglichst waagerecht ist. Das soll sich nicht bewegen, das soll einfach nur liegen. Hände hinter den Kopf und mit dem Schultergürtel im Wechsel rechts schräg hochdrehen, abrollen. Links schräg hochdrehen, abrollen. Oberschenkel sind senkrecht, Unterschenkel waagerecht. Und liegen bleiben, Kissen runternehmen, Füße mal runternehmen und kräftig in den Bauch ein- und ausatmen. So, dann winkelt ihr mal nur das rechte Bein 90 Grad an. Das Kissen geht hier an den Oberschenkel und der rechte Ellbogen geht hier an den Oberschenkel ran. Die drücken leicht gegeneinander, ja, dass da jetzt schon Spannung im Bauch entsteht. Linke Hand zum linken Knie, ausstrecken Richtung Boden, antippen. Ja, linker Arm, linkes Bein bewegen sich. Der rechte Ellenbogen drückt, so wie er schafft, gegen den Oberschenkel. Wenn das Drücken zu viel ist, weniger drücken. Und wenn es im Nacken schwer wird, legt er den Kopf ab. Ja. Noch 4, 3, 2, 1 und runter. Schultern so ein bisschen kreisen lassen. Mal richtig kräftig in den Bauch rein und ausatmen. Und dann wechseln wir natürlich die Seite. Kissen an den linken Oberschenkel. Linken Ellbogen ran. Druck ausüben, rechte Hand. Tippt das rechte Knie an. Ja, auch hier, wenn es im Nacken unangenehm wird, legt den Kopf ab. Den Druck nicht vergessen am Kissen. Kämpft euch durch. Noch 2 und der letzte und auch wieder. Locker lassen. Schiebt die Bauchdecke nochmal richtig nach oben raus. Atmet nochmal tief durch. Und dann wollen wir das Kissen zwischen die Knie, zwischen die Oberschenkel stecken. Jetzt auf jeden Fall, wenn es geht, so einmal zusammenklappen. Je nachdem, was euer Kissen jetzt hierher gibt und wie voluminös es so ist, gerne nochmal. Ja, was wir so eine richtige Knautschkugel haben. Aber wie gesagt, das hängt total von eurem Kissen ab. Und dann stecken wir es zwischen die Beine. Dass da so ein bisschen Spannung einfach schon drauf ist auf dem Kissen.
zwischenklemmen. Füße sind genauso weit geöffnet wie eure Beine. Arme liegen locker und die Hüfte heben und senken. Und erstmal hält das Kissen dort nur. Schiebt die Hüfte richtig raus, Po zusammenkneifen. So, jetzt bleibt die Hüfte oben. Jetzt Druck auf das Kissen bringen. Druck, locker, Druck, locker. Da sollte sich schon noch so ein bisschen mit bewegen. Ne? Druck, locker. Hüfte bleibt immer oben. Wackelt nicht, sinkt nicht ab. Den Druck mal halten. Hüfte ist oben. Und abrollen. Kissen bleibt, wo es ist. Einfach mal ausschütteln. So, die Arme liegen in den Körper, aber ein bisschen abspreizen, dass eure Arme ein V bilden. Handinnenflächen sind am Boden. Unterbauchspannung. Beide Beine anheben. 90 Grad anwinkeln. Kissen hält. Und ihr lasst eure Beine nach rechts und links schwenkern. Nicht ins Hohlkreuz ziehen lassen. Dann werdet ihr immer größer in dieser Bewegung. Was euer Rücken zulässt, was eure Kraft zulässt. Und die Arme dürfen mit gegendrücken. Schultern am Boden lassen. Und dann bleiben wir in der Mitte. Zieht mal die Knie kurz zur Brust ran. Versucht mal rumzugreifen die Beine. Wenn es nicht geht, nehmt das Kissen kurz raus, ja, wenn es zu groß ist. So, die Arme wieder am Boden ablegen. Kissen bleibt, wo es ist. Die Beine jetzt zur Decke ausstrecken, anwinkeln. Dann mehr in die Diagonale bringen. Anwinkeln. Nach oben ausstrecken, anwinkeln. In die Diagonale. Wenn in die Diagonale unangenehm ist oder jemand da sehr ins Hohlkreuz wandert, ja, sind die Bauchmuskeln zu schwach noch, dann bitte immer nur nach oben ausstrecken, gar kein Problem. Ja. Auf jeden Fall in beide Richtungen die Beine so lang machen, wie es geht. Leichten Druck mit aufs Kissen, dass es nicht rausfällt. Und mal angewinkelt lassen. So, jetzt stopfen wir das Kissen, so wie ihr es gerade habt, zwischen die Füße, zwischen die Knöchel. Arme wieder ablegen, die Beine jetzt nur nach oben. Ausstrecken, anwinkeln, ausstrecken, anwinkeln. Immer wieder ganz lang machen. Und jetzt müssen wir schon gegen das Kissen drücken, das Kissen zusammendrücken. Ne, spürt man auch gut die Oberschenkelinnenseite. Immer wieder ganz lang machen die Beine. Und angewinkelt lassen. Nehmt es raus, das Kissen. Setzt die Füße auf, schüttelt die Beine mal aus. Und dann legt ihr das Kissen mindestens doppelt hier an die Hüfte, an die Lendenwirbelsäule und das Kreuzbein. Wer so ein ähnliches Kissen hat wie ich, der kann es auch gerne vierfach wieder nehmen. Damit es ein bisschen wackeliger wird. Man liegt natürlich auch ein bisschen höher. Ja, probiert einfach mal aus, was jetzt besser geht. Ein bisschen wackelig darf es gerne sein. Ja, und hier so, dass ihr relativ bündig seid, Po, Kissen, vielleicht sogar ein bisschen Platz unterm Rücken habt. So, Bauchspannung, Arme liegen unter dieser Bauchspannung, die Beine beide auch wieder 90 Grad anwinkeln. Linkes Bein bleibt, wie es ist. Rechtes Bein ausstrecken. Und das geht jetzt gestreckt rauf und runter. Nur euer rechtes Bein bewegt sich. Ihr müsst nicht bis zum Boden runter.
Ja, und links bleibt fest. Schienbein auch waagerecht lassen. Arme sind locker. Wer vielleicht merkt, oh, das ist auch eigentlich unangenehm mit dem Kissen, der kann das natürlich auch wegnehmen. Ja. Wir wechseln die Seite, das heißt, rechtes Bein 90 Grad anwinkeln, linkes Bein ausstrecken und weiter geht's. So, beide Beine nochmal 90 Grad anwinkeln. Tief durchatmen. So, jetzt ein bisschen was für die Koordination. Aus der Position heraus ein Bein zur Decke ausstrecken, das andere Richtung Boden. Dann wieder 90 Grad anwinkeln, andersrum Richtung Decke, Richtung Boden. Ja, immer erst 90 Grad, dann wechseln beide Beine die Richtung. Und beide Beine immer wieder so lang machen, wie es geht. 90 Grad ausstrecken, 90 Grad ausstrecken. Kontrolliert nochmal eure Bauchspannung. Und dann zieht er die Kniebeine zur Brust ran, Rücken wird rund, das Kissen unterstützt dieses Rundmachen. Ganz entspannt liegen. Und dann haltet ihr mal mit beiden Händen nur das linke Bein fest und das rechte Bein ausstrecken, Ferse am Boden ablegen. Das soll vorne rechts am Oberschenkel in der Leiste ziehen, wenn es jetzt nicht zieht. Guckt doch mal, ob ihr das linke Knie noch dichter ziehen könnt. Ja? Ein bisschen Kraft aufwenden. Wenn es dann vielleicht immer noch nicht zieht, was jetzt kein schlechtes Zeichen ist, ja, dann das rechte Bein richtig durchdrücken, rechten Fuß auch Richtung Körper ziehen. Atem fließen lassen, ja, so hier vorne ziehen, Hüftbeuger dehnen. Und wir wechseln, zieht erst das rechte Knie ran, greift hier nochmal rum, linkes Bein ausstrecken, ganz lang und fest machen, Ferse ist erstmal am Boden. Auch hier kontrolliert ihr, wenn es jetzt nicht zieht, ob ihr das rechte Knie noch weiter ranziehen könnt oder das linke Bein noch länger machen könnt, linken Fuß Richtung Körper ranziehen, halten. Und absetzen. Stellt mal beide Füße auf. Kurz ausschütteln, tief durchatmen und dann lasst da das Kissen. Ach, eine Übung, ich vergesse. Moment, bevor wir uns vielleicht auf die Seite drehen. Und zwar geht da mal mit beiden Händen an euer Kissen ran. Das ist nicht, also wer es jetzt geknautscht hat, das soll nicht aufgehen. Ja, wer es gar nicht geknautscht hat oder nicht liegen hat, der kann die Arme auch neben den Körper ablegen. Und zwar locker festhalten, Füße hängen und ihr versucht, die Knie zur Brust zu ziehen. Und dabei eure Hüfte, euren Po so weit vom Kissen wegzuziehen, wie es geht. Dass ich das kurz ein bisschen entfalten kann, aber eben nicht aufgehen, deswegen festhalten. Arme sind an sich locker, da drückt nichts mit. Wenn es so gar nicht geht, dann nehmt die Füße ein bisschen höher, ja, und zieht hier nochmal. Dann ein bisschen mehr Bewegungsraum. Einen noch und dann absetzen. So, jetzt drehen wir uns auf die Seite
Und zwar legen wir uns mit der Hüfte, die vielleicht sonst im Boden an der Matte drückt, legen wir uns auf dieses Kissen rauf. So, richtet euch auch hier richtig aus. Ja, Hüfte liegt senkrecht, Beine, Füße können erstmal liegen. Hand ruhig auch erstmal aufsetzen. Wir wollen die Beine heben und senken. Haben wir schon ganz oft gemacht. Auftippen, ja, dass wir so kurz überstreckt werden. Wer seine Beine nicht hoch kriegen sollte, der muss mal austesten, ob er das Kissen noch ein bisschen weiter Richtung Füße schiebt. Ja, ihr sollt es nicht in der Taille haben, sondern schon unter der Hüfte. Und wer kann, nimmt den Arm mit nach oben. Oben halten, 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 halten und locker lassen. Lasst die Beine mal kurz liegen, Arm geht nochmal hoch und ihr versucht den Oberkörper hier hochzuziehen. Der Liegenarm kann heute mal gerne mitdrücken, Beine sollen liegen bleiben. Einen noch und locker lassen. So, jetzt hebt ihr nochmal beide Beine an. Oberen Arm über Kopf lang machen. Erstmal nur halten. Halten, halten, halten. Beine bleiben immer noch oben. Hand jetzt hier vor der Brust aufsetzen. Und jetzt nur das obere Knie Richtung Brust ziehen, wieder ausstrecken. Das untere Bein soll schweben. Hüfte bleibt auch senkrecht, kippt nicht nach hinten weg. Auf die Hand kann ein bisschen Druck gehen. Und locker lassen. Wir drehen uns gleich auf die andere Seite. Haltet das Kissen so fest am besten. Oder dreht euch einfach um, je nachdem. Und dann auch wieder mit dem Hüftteil, mit dem Hüftknochen, der sonst eventuell auf den Boden drückt. Legt euch mittig auf das Kissen. Tendenziell ein bisschen mehr Richtung Oberschenkel schieben. Richtig ausrichten, gerade liegen. Hüfte senkrecht. Und dann beide Beine heben und auftippen. Heben und auftippen. Wer gut liegt, Arm nach oben. Oben halten. Halten, halten, halten und locker lassen. Die Beine liegen dann gestreckt. Arm geht nochmal hoch und versucht auch hier den Oberkörper hier hochzuziehen. Der liegende Arm kann mitdrücken. Mein Kissen entfaltet sich. Na, du. Die andere Seite ging besser. Und einen noch und locker lassen. So, dann hebt er die Beine nochmal beide richtig weit an. Arme erstmal kurz über Kopf nehmen. Das war wirklich von der Ferse bis zum Fingerspitzen in einer Linie liegen. Halten, halten. Dann die Hand locker vor der Brust aufsetzen und das obere Knie zur Brust ziehen. Unteres schwebt weit oben. Es kann Druck auf die Hand raufgehen. Bauch anziehen.
und absetzen. So, da drehen wir uns auf den Bauch rum. Ihr könnt das Kissen jetzt groß werden lassen. Und zwar halten wir es mal mit beiden Händen fest. Über Kopf. Mittig ungefähr festhalten. Beine liegen, Bauchnabel ranziehen, Schambein zum Boden drücken. Kopf liegt erstmal auf der Stirn. Arme mit Kissen heben, auftippen. Schultern wegschieben. Wenn es nicht geht, lass den Kopf ein bisschen schweben. Nicht ablegen die Arme, das Kissen. Und locker lassen. Schultern so ein bisschen ausschütteln. Und dann hinter das Kissen, hinter die Hüfte. Auch hier wieder ungefähr mittig festhalten. So, jetzt bleiben die Beine liegen. Arme hier mit Kissen abspreizen und gleichzeitig Kopf und Schulter gefühlt hochziehen. Ausatmung, alles hoch. Einatmung, tief. Wie gesagt, Beine bleiben liegen. Kinn zur Brust ziehen. Schultern sind weggeschoben. Also die Arme sind ganz lang. Und locker lassen. Arme mal kurz ausschütteln. Dann winkelt da mal beide Beine an und steckt das Kissen hier zwischen die Füße. Einfach ausstrecken. Hände aufeinander legen, Stirn auf die Hände. Die Beine jetzt mit dem Kissen zusammen, egal wie es da jetzt zwischenklemmt, heben und senken. Nicht ganz ablegen. Ja, dass die Beine dicht bleiben. Die können jetzt nicht auseinander wandern. Auch wieder Ausatmung hoch, Einatmung tief. Und locker lassen. Beine mal anwinkeln, zieht das Kissen hier einfach mal kurz raus, legt es einmal zur Seite. Und kommt dann auf die Unterarme. Zehenspitzen hinten aufsteigen. Wir kommen in den Stütz. Ellbogen sind unter der Schulter. Aus der Position heraus mit angewinkelten Armen aufdrehen, senken. Aufdrehen, senken. Kippt die Füße auf die Innen- und Außenkante rum. Den Unterarm, zieht Bauch und Becken nochmal ran und dann auf die Knie gehen und bringt den Po Richtung Fersen. Arme können vorne bleiben, krabbelt mit den Fingerspitzen mal weit nach vorne raus. Und locker lassen. So, jetzt machen wir ein paar Liegestütze. Ihr könnt euch jetzt gerne das Kissen unter die Knie packen, je nachdem wie dick eure Matte so ist. Wir machen ein paar mehr Liegestütze als sonst. Ja, wir versuchen mal 2x5, 10. Deswegen dürft ihr auch gerne halbe Liegestütze machen. Ja, wer natürlich richtige machen möchte, macht richtige. Kommt nach vorne, Hände mehr als schulterbreit öffnen. Füße bitte nebeneinander lassen und dann macht ihr einfach mal 15 Stück. Je weiter ihr mit den Händen vorne seid, desto schwieriger wird es. Gerade runterschauen, Kopf nicht hängen lassen. Und locker lassen.
Komm mal auf die Unterarme und die Knie. Runde 2 kommt gleich noch, keine Panik. Rechtes Bein nach hinten ausstrecken und das rechte Bein gestreckt auf und ab bewegen. Nochmal ganz viel Länge und Spannung ins Bein, Rücken bleibt fest. Oben halten das Bein. Es ist wirklich lang und fest. Halten, halten, halten. Und runternehmen. Gleich das andere Bein. Erstmal ausstrecken, Fuß Richtung Körper ziehen und dann auch wieder heben und senken. Oben halten, 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 halten und runternehmen. So, dann kommt er wieder auf die Hände hoch, nochmal tief durchatmen und dann kommt die zweite Runde Liegestütze, halbe oder richtige, ne, Hände ein bisschen mehr Schulterbreit öffnen und Bauch und Becken ranziehen, los geht's. Atmen. Und dann dürft ihr euch nochmal rund machen, bringt nochmal vor Richtung Fersen, ihr könnt die Beine hier auch gerne mal öffnen. Atmet mal richtig tief in den Bauch, in die Lendenwirbelsäule, ein und aus, also den Atem weit nach unten lenken. Und dann hochkommen und dann legen wir uns nochmal auf den Rücken. Kissen könnt ihr zur Seite packen oder unterm Kopf, wer es vielleicht angenehm findet. Stellt die Füße nochmal auf, atmet nochmal tief durch. Arme liegen mal neben dem Körper und ihr rollt ein paar Mal Wirbel für Wirbel mit der Hüfte auf und wieder ab. Ganz locker, ganz entspannt. Mit der Einatmung geht es nach oben. Atme tief in den Bauch rein. Und ausatmen durch den Mund. Einmal noch. Und dann liegen lassen, wer unten angekommen ist. Lass das rechte Bein nach rechts fallen, das linke nach links. Beine hängen lassen, Arme hängen lassen. Wer mag, kann auch ganz leicht wippen. Weiter in den Bauch atmen. Und schließen. Rechten Fuß an den linken Oberschenkel legen und entweder mit der rechten Hand das rechte Bein wegdrücken oder ihr schnappt euch mit beiden Händen den linken Fuß. So, den linken Fuß mal aufstellen und dann hängt ihr das rechte Bein hier über das linke Bein rüber. Wie im Sitzen, wo man die Beine überschlägt. Arme liegen locker. Und dann lasst die Beine mal nur ein bisschen nach rechts und links schlinkern. Ja, der rechte Fuß ist ganz locker. Eine ganz kleine Pendelbewegung machen. Bisschen größer werden. Und dann lasst dann mal beide Beine einfach nach links fallen und bleibt so liegen. Wer schafft, guckt noch nach rechts.
die Beine sind noch überschlagen. Dann zieht er die Beine wieder hoch. Und dann wechseln wir die Seite. Erstmal den linken Fuß an den rechten Oberschenkel legen. Auch hier jetzt mit Beinen in den rechten Oberschenkel greifen. Oder eben das linke Knie wegdrücken. Und auch wieder aufstellen und dann hängt er das linke Bein übers rechte rüber. Unterschenkel links hängt und erstmal nur ganz locker und klein nach rechts und links schenkeln. Atem fließen lassen. Ein bisschen größer werden. Und dann lasst du die Beine nach rechts fallen. Und wenn es geht, noch nach links gucken. Der Blick geht wieder hoch, auch hier die Beine nochmal hochziehen. Ausschütteln, lockern. Dann zieht er die Knie nochmal beide Richtung Brust rein. Locker rumgreifen, pendeln, wer mag. Dann den Kopf mal mit anheben. Macht euch ganz klein und rund, mit Kraft ranziehen, Schultern unten lassen. Wieder ablegen, Füße aufstellen, Beine nochmal ausstrecken am Boden, schüttelt die Beine einfach nochmal aus, atmet durch die Nase nochmal richtig tief in euren Bauch ein und durch den Mund wieder aus und gleich nochmal maximales Einatmen und maximales Ausatmen. Dann die Arme über Kopf nehmen und regelt und streckt euch. Alles auf einmal raus, schieben, schieben, tief einatmen und beim Ausatmen locker lassen. Und einmal noch ganz, ganz viel Länge in den Körper bringen, schieben, schieben, wieder tief einatmen. Und beim Ausatmen locker lassen. Alles nochmal ausschütteln. Und danach in Ruhe über die Seite hochkommen. Und dann war es das schon wieder. Stunde ist vorbei. Ich hoffe, es war mal was anderes mit den Kissen. Mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und dann bis zum nächsten Montag.